Timo Helbling. Mit 1-2 verliert er gegen Davos nach Penaltyschiessen. Nachdem es gestern keine Punkte gegeben in Langnau, holt er heute einen Punkt. Was sagst du zu der Partie von heute? Ja, wir haben uns, also wir hätten, glaube ich, mehr verdient als nur einen Punkt. Ich glaube, es war über weite Strecke eigentlich das bessere Team gewesen, aber momentan ist es bei uns so, dass jeder Fehler kostet uns Punkte. Und heute ist wieder so gewesen, ja, wir haben den Match eigentlich unter Kontrolle gehabt und nachher 1-0 geführt und dann in ein unnötiges Powerplay geben. Aber grundsätzlich haben wir viele gute Sachen gemacht und das ist sicher positiv gegenüber gestern. Zum nächsten Dienstag geht es schon wieder weiter, auswärts gegen Genf Servette. An was müsst ihr schaffen bis zu diesem Spiel? Es wird sicher ein ähnliches Spiel, auch sehr physisch. Und, ich glaube, wir müssen nicht zu viel überlegen. Ich glaube, wir müssen die Sachen weiter so machen, die wir jetzt gut gemacht haben. Und probieren halt hinterher einfach konsequent zu spielen und uns auch bewusst sein, dass sie einfach nichts mehr verleiden. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir gegen Genf gute Chancen haben.